Ich bin die Doresa, ich komme aus Metzingen, das liegt in der Nähe von Stuttgart und bin 22 Jahre alt. Was es mir bedeuten würde, Miss Universe Germany zu werden. Man ist schon ein bisschen aufgeregt, auch wenn man sagt, ach was, ich bin nicht aufgeregt, aber man hat schon so ein Kribbeln im Bauch. Ich finde, die Stimmung ist super bei uns. Es macht ganz viel Spaß. Und na klar, also zum Schluss möchte jeder gewinnen und mit Köpfchen punkten und mit Aussehen. When I'm looking for colors, when I'm stuck in a world of gray. There's a part of me pointing to you like a compass. Every inch of your body is like it's penciled into my brain. And I carry you around like you fit in my pocket. And nothing and nothing they do could keep me away from you. Yeah, nothing and nothing they do could keep me away from you. Cause I see you shining through. No, I don't get lost, and it's all because I know that I'll find you. Yeah, when skies get dark. Mein Name ist Olga, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Wir sind heute an einem wunderschönen See und machen ein paar Aufnahmen. Die Mädels sehen alle toll aus, wir haben ein super Team. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, hier zu sein. Ich denke, es geht gar nicht so sehr darum, 90, 60, 90 zu haben wie so ein typisches Model, sondern einfach, man muss in den Raum reinkommen und denken, wow, was für eine Persönlichkeit. Ich glaube, das macht eine Miss ganz gut aus. There's a place I can go to. All I need is to close my eyes. Die Miss Universe Germany Wahl ist für mich eine ganz tolle Plattform für junge Frauen, die nicht nur schön, sondern auch clever sind und ein bisschen was im Kopf haben. And you whisper in my ear like your head to my shoulder. Diese Mädels sind ganz cool. Wir sind jetzt so wie eine ganz kleine Familie. Und ich hoffe, dass am Ende des Wettbewerbs, dass wir an dem Kontakt bleiben. Jede Kandidatin hat ihre Stärke und ihre Besonderheiten. Was mich auszeichnet, ist meine natürliche Schönheit, meine Natürlichkeit und mein Ehrgeiz. Da habe ich kein besonderes Geheimrezept. Ich denke, einfach natürlich zu bleiben und sich selbst treu zu sein, das ist immer noch am besten. Und das ist schon sehr von Vorteil, wenn man auch bei der Misswahl so eine schöne Bräune hat. Letztes Jahr 2015 habe ich schon gesagt, wow, das ist echt eine schwierige Entscheidung. Da waren schon wirklich Top-Mädels dabei. Da habe ich gedacht, das ist kaum noch überbietbar. Aber dieses Jahr muss man sagen, ist es noch mal einen Tick schwieriger. Das ist schon die Qual der Wahl, die man dieses Jahr hat. Also tolle Vorauswahl, die da getroffen worden ist. Ich glaube, die Jury will auf jeden Fall sehen, dass man Spaß bei der Sache hat, dass man das auf jeden Fall auch will, also dass man auch einen Ehrgeiz hat. Ich merke es jetzt schon ein bisschen, also Nervosität ist jetzt schon da, auf jeden Fall vorhanden. Die Challenge ist natürlich nicht nur dazustehen und nett auszusehen, sondern auch wirklich am Ende des Tages smarte und Antworten zu haben und auch vor allen Dingen vor einer anderen Jury, vor einer größeren weltweiten Jury dann auch zu performen. Ich habe vor 3 Jahren und vor 2 Jahren mitgemacht, letztes Jahr nicht. Und ich mache noch mal mit, weil ich einfach denke, dass ich jetzt die bessere Version von mir selbst bin. Und das ist my final try. Alles oder nichts jetzt. Wir haben gerade gehört, die Miss Universe Germany, die steht fest. Und ja, jetzt kann man an der Entscheidung eh nichts mehr dran ändern, deswegen bin ich mal gespannt. Egal wie die Jury entschieden hat, es wird wohl die richtige treffen. Ich glaube, wir haben alle eine gute Leistung gebracht und jetzt heißt es beten. Die Nummer 3 ist Sabine. Der zweite Platz. Dorisa! Und die Nummer 1. Unsere neue Miss Universe Germany 2016 ist Johanna!
Ich habe das Gefühl, ich habe einfach meinen Lebenstraum erfüllt und ich werde mein Bestes geben. Und ich werde die Jury nicht enttäuschen mit der Entscheidung. Joanna will be with us for 1 year and we cannot wait to see her growing and to fit the role and to get the crown back to Germany.